Glatte Haut, faltenfrei, nur nicht alt aussehen. Wenn du auch nur die Hälfte glaubst von dem, was die Werbung sagt, dann hilft das ja immer noch ein bisschen, war aber überhaupt nichts. Es gibt etliche Anti-Aging-Methoden. Vieles scheint möglich. Ich denke schon, dass man bereiter ist, auch Maßnahmen zu ergreifen, die etwas eingreifender sind. Mit radikalen Mitteln. Stammzellen gegen Falten. In Kliniken in der Ukraine. Im Laufe meiner Recherche kämpfe ich unermüdlich. Rückt endlich raus damit. Wo ist unser Baby? Die Ukraine ist einer der weltweit größten Lieferanten dieses menschlichen Materials für die Medizin und die Schönheitsindustrie. Niemand will das verhindern, denn es geht um viel Geld. Wie weit geht der Kampf gegen Falten? Es sind immer die gleichen Handgriffe. Um das Alter zu verwischen, die Schönheit zu unterstreichen. Du stehst eines Morgens auf, guckst in den Spiegel und denkst wirklich, da hat jemand über Nacht einen Lichtschalter umgedreht. Und die Falten sind auf einmal über Nacht da. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl. Du guckst in den Spiegel und denkst, oh Gott, das bist du. Das glaubt man dann gar nicht. Als junge Frau war sie Schönheitskönigin. Oh, wie jung du da aussiehst. Guck mal hier, das war das Lieblingsbild deines Opas von mir. Ist das schön. Ja, da habe ich dann den zweiten Platz gemacht. Ihr jugendliches Aussehen war lange selbstverständlich. Finde ich, sehe ich dir auch ein bisschen in, oder du mir. Wir uns. Wenn meine jungen Kollegen so Fotos von mir sehen, wie ich mit 25 oder mit 30 ausgesehen habe, dann kommen sie und sagen, du, ich habe ein Bild von dir gesehen, du warst ja mal richtig hübsch. Und das gibt einem schon so einen kleinen Stich in die Rippen. Also da denkt man schon, Mensch, also irgendwie musst du jetzt doch mal langsam was tun. Zwei von drei Frauen und auch immer mehr Männer greifen täglich zur Creme. Für straffe Haut. Ja, das ist genau die Stelle, die ich jetzt eincreme. Deshalb nehme ich da mir immer sehr viel Zeit und klopfe das auch immer richtig schön ein. Ja, Einbildung macht ja stark und deshalb behandle ich meinen Mund extrem viel. Einbildung oder Wirkung? Unsere Recherche beginnt in der Drogerie. Etwa jede zweite Gesichtscreme ist laut Kosmetikverbänden ein Anti-Aging-Produkt. Das Geschäft lohnt sich. Pro Jahr geben die Deutschen ca. 2,8 Milliarden Euro allein für Gesichtspflege aus. Die Branche setzt vor allem auf Frauen ab 40. Mit vollmundigen Versprechen wie diesen. Weniger Falten nach nur einer Woche, das ist oft die Hoffnung, die gekauft wird. Wir wollen von den Kosmetikherstellern wissen, was sind die Trends, woran wird geforscht, was verkauft sich am besten. Von allen nur Absagen. Keine Kapazitäten, keine Zeit, keine Auskunft. Der Konkurrenzdruck untereinander scheint riesig. Selbst die, die uns schon ein Interview zugesagt haben, laden uns kurzfristig wieder aus. Einmal Platz nehmen bitte. Dann das Kinn genau hier rein. Rücken recht gerade, Stirn dagegen pressen. Perfekt. Wir wenden uns an das Kosmetikwissenschaftliche Institut der Universität Hamburg. Hier werden Cremes und ihre Wirkung getestet. In Faltenmessungen wie dieser analysieren die Wissenschaftler, ob die Produkte in der Tiefe wirken und ob man Falten wegcremen kann. Es gibt durchaus eine Reihe von Produkten, die jetzt auch im Vergleich zu den Produkten, die wir vor 10 oder 20 Jahren kannten, sehr viel mit erreichen können. Im Mühbereich zunächst, das nimmt man mit dem bloßen Auge nicht wahr. Die Nahaufnahme zeigt, Cremes können die äußere Hautstruktur minimal glätten. Doch den Alterungsprozess können sie nicht verhindern.
Die Verbraucher wollen den Werbeversprechen trotzdem glauben. So langsam fange ich an, so Nachtcreme zu benutzen, also Tagescreme und dann auch für die Hände. Für die Hände, die über Nacht schön dick einzucremen, weil an den Händen sieht man auch das Alter. Wenn das heißt, Falten werden geglättet, was ist eine Falte, was ist ein Fältchen? Die Konsumentin stellt sich vielleicht eher vor, ihre tiefe Nasolabialfalte ist sofort geglättet. Die Studie, die der Hersteller aber durchgeführt hat, untersucht sehr kleine Trockenheitsfältchen, beispielsweise im Augenbereich. Also kann die Studie durchaus richtig sein. Die Anwenderin verspricht sich was komplett anderes, ist dadurch auch möglicherweise mit enttäuscht. Auch sie hat viele Cremes probiert. Doch jedes Auftragen, jedes Schmieren ernüchterte sie mehr. Das Problem war ja immer hier unten da, also im Prinzip. Es sah immer schmutzig aus und das fand ich nicht schön. Wenn das jetzt nur Falten gewesen wären, aber nee, das sah immer so dunkel aus, so wie ungewaschen. Da habe ich schon mal immer vom Spiegel gestanden und habe gesagt, ach, wenn du das so straffen lassen würdest oder irgendwie sowas. Aber das kostet ja viel Geld und du weißt nicht, wenn da was schief läuft, nachher hast du ein schiefes Gesicht oder sowas. Aber so eine Hyaluron-Unterspritzung erschien mir dagegen recht harmlos. Hyaluronsäure ist ein Teil des menschlichen Bindegewebes. Der Anstoß für die Behandlung kam aus dem Radio, durch die Werbeaktion eines Privatsenders. Schönen guten Morgen. Wir tun was gegen Ihre Falten. Wir glätten nämlich Ihr Gesicht. Denn wir verschenken jeden Tag eine Behandlung mit Botox oder Hyaluronsäure. Und so machen Sie mit. Genau, klicken Sie jetzt einfach auf. Früher gab es Tassen. Heute Spritzen gegen Falten. Warum ausgerechnet Sie diese Behandlung verdient haben. Silvia Vollmer gewinnt. Dafür muss sie einwilligen, dass der Radiosender das Video ihrer Behandlung ins Netz stellt. Der kleine Pieks war schon ein bisschen heftiger, das hat auch ganz schön geblutet. Aber nachher, man hat sofort den Erfolg gesehen im Spiegel, also ich war total baff, dass das so schnell geht. Vorher haben die Cremes und was man alles so probiert, überhaupt nicht gewirkt. Und dieses wirkte nun sofort und da war ich echt erstaunt und auch begeistert. Ich fand das gut. Hyaluronsäure gilt als weitgehend unbedenklich. Mögliche Komplikationen, Schwellungen, Infektionen oder Knötchen. Ein Trend in Metropolen wie Berlin, Botox to go. Das Nervengift zum Mitnehmen, wie Kaffee. Bei unserem Besuch ist kein Kunde da, es sollen aber viele sein. Vom Handwerker bis zur Managerin. Wer öfter kommt, kriegt es billiger. Man kann eine Bonuskarte kaufen, das stimmt. Das heißt, man kann eine Jahreskarte kaufen, in der man Botox verabreicht bekommt, so oft man es braucht, für einen definierten Festpreis. Botox fürs ganze Gesicht für 1000 Euro. Spritzen, so viel man will. Eine Freundin sagt zur nächsten Freundin, wenn die dann sehen, oh, das schaut schon gut aus, möchte ich eigentlich auch haben, aber ich traue mich noch nicht. Dann nimmt sie halt eine Freundin mit, die kann auch gerne mal zugucken, wenn sie es will. Und dann sieht sie, ja, super gelaufen, mache ich auch. Also so läuft es halt oft. Viel Mundpropaganda. Showroom für Schönheit, so nennt Michael Krüger sein Angebot in Berlin. Für ihn ist der Salon am Kudamm ein Lockmittel. Denn die Kunden sollen in seine Hauptklinik kommen, nach Potsdam. Hier treffen wir ihn bei den Vorbereitungen für eine Botox-Behandlung. Es geht um das stärkste Nervengift der Welt. 1 Million Mal stärker als Arsen. In geringster Dosis, in ungeliebte Falten gespritzt, legt Botox die Mimik lahm. Zum Gehirn kommt ein Reiz an den Nerv. Der Nerv überträgt diesen Reiz auf den Muskel. Und an dieser Stelle blockiert Botox die Überleitung von dem Nervenreiz auf den Muskel. Und das wird im Laufe von 2 bis 6 Monaten wieder abgebaut, sodass dann wieder die normale Beweglichkeit da ist. Und mit ihr die Falte. Es muss also immer wieder nachgespritzt werden. Na schön, dann wollen wir mal. Bitte. Dann berichten Sie mir doch mal, was Sie heute verändern möchten. Heute möchte ich meine Zornesfalte verändern. Ja? Mal so machen, genau. Die stört mich schon sehr. Und wie ist mit Krähenfüßen? Die gehen noch. Die gehen noch, okay. Guck mal. 1822 wurde Botulinumtoxin, kurz Botox, in einer verdorbenen Wurst entdeckt.
Heute ist das Gift ein selbstverständlicher Faltenkiller. Bin ich mit einverstanden. Gut. Aber ein bisschen desinfizieren. Ich bin gern bereit, was Neues auszuprobieren. Es zwirbelt zwar ganz schön, aber das ist es mir wert. Also ich habe nicht lange drüber nachgedacht. Jetzt piekst du es. Das war's schon. Welche Schäden Botox langfristig anrichten kann, ist noch nicht klar. Doch immer mehr Forscher warnen davor, dass das Gift nicht so harmlos ist, wie es Schönheitschirurgen gern behaupten. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein halbes Jahr Ruhe. Hoffe ich, dass es Ihnen gut geht und wir sehen uns dann Mitte des Jahres. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ich würde schon weiter Botox nehmen. Wenn es vielleicht dann doch mal ganz schlimm wird, würde ich schon mal über einen Facelift nachdenken. Aber so weit ist es noch nicht. Ich denke, man kann sagen, es ist heutzutage fast eine gesellschaftliche Errungenschaft, zu sagen, ich möchte diese und jene Behandlung haben. Jeder ist informiert, was machbar ist. Viele sagen, okay, ich mache das. Andere sagen wiederum nach Informationen auch, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will in Würde alt werden. Und das muss man respektieren, aber genauso muss man respektieren, wenn man sagt, ich möchte halt die Zornesfalte nicht haben. Der Griff zur Spritze erhöht den Druck auf die Kosmetikindustrie. Cremehersteller setzen auf Biotechnologie, in der Hoffnung, neue Wirkstoffe zu finden, die besser wirken, tiefer. Wir stoßen auf etwas, das als Wunderwaffe gegen Falten gehandelt wird. Einen Stoff, von dem wir immer wieder hören werden. Stammzellen. Hier aus Äpfeln, Rosenblüten oder Fliedersträuchern. Die Hoffnung der Hersteller, was den Apfel knackig macht, kann für die Haut nicht schlecht sein. Pflanzliche Stammzellen werden als der Jungbrunnen angepriesen. Forscher haben eine neue Zauberformel gefunden. Verjüngt die gealterte Haut mit einzigartiger Stammzelltherapie. Mit Zellen, die sie um Jahre jünger aussehen lassen. Ein Leben lang. Da ist natürlich schon die Frage, erkennt der Körper tatsächlich die pflanzliche Stammzelle auch als Stammzelle? Oder sind möglicherweise in diesen Pflanzenextrakten einfach auch Vitamine, Peptide, die wir ohnehin kennen, die dann entsprechende Wirkungen mithaben? Es gibt also Zweifel. Trotzdem, wir stoßen auf neue Antifaltenangebote, diesmal mit körpereigenen Stammzellen. Die Anbieter geben zwar zu, die Wirkung sei noch nicht vollständig geklärt, trotzdem arbeiten sie schon damit. Wie Dr. Krüger. Warum hat er keine Bedenken? Man kann Hautbildveränderung und auch Falten damit reduzieren. Es ist eben, wie ich schon sagte, ein Eingriff, der einen operativen voraussetzt. Das heißt, ich muss Fettgewebe gewinnen, daraus Stammzellen isolieren und dann mit dem Fettgewebe zusammen die Stammzellen wieder reinjizieren. Er filtert aus Körperfett Stammzellen heraus, sogenannte adulte Stammzellen, und spritzt diese zurück in den Patienten. Wie wird daraus eine frische Hautzelle, die dann bei mir im Gesicht ist? Wenn man weiß, dass jeder Heilvorgang, egal wo, nur über die heilende Möglichkeit einer Stammzelle, welche auch immer und wo immer sie herkommt, stattfindet, kann man sich vorstellen, wenn ich die Stammzelle dorthin bringe, wo sie eigentlich nötig ist. Und dann kann sie eben das tun, was sie machen soll. Heilend, verbessernd, erfrischend, auffrischend wirken. Solche Anwendungen ohne Grundlagenforschung lehnt man hier ab. Wir sind in Heidelberg, in der Klinik Etianum. Hier wollen die Forscher zunächst herausfinden, wie Stammzellen überhaupt funktionieren, bevor sie Menschen damit behandeln. Zum Beispiel bei schweren Krankheiten oder eben gegen Falten. Wir hoffen zumindest, dass wir in ein paar Jahren dahin kommen, dass wir die Stammzellen dazu verwenden können, die Haut etwas zu verjüngen, in dem Sinn, als dass dort neue Kollagenproduktion stattfinden wird. Stammzellen, hier bunt eingefärbt, sind das Urmaterial im Körper. Sie können sich zu ganz unterschiedlichen Zellen entwickeln, wie Herz, Fett oder eben Hautzellen. Für die Schönheitschirurgie sind Stammzellen deshalb ein großer Hoffnungsträger. Jeder Mensch hat Stammzellen, sodass auch jeder mit seinen eigenen Zellen behandelt werden könnte. Das finde ich einen ganz großen Vorteil. Sie sind immer verfügbar. Sie haben nicht das Risiko, dass sie sich mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. Die Stammzellen können sich nahezu unbegrenzt teilen, sind in der Lage, sich in verschiedenste Zelltypen auszureifen
je nachdem, was im Körper gerade benötigt wird. Ja, das sind Dinge, die diese Zellen für mich sehr interessant machen. Die Stammzellen, mit denen man hier arbeitet, kommen direkt vom OP nebenan, aus einer Fettabsaugung. Im Vorfeld erzählt uns die Patientin, dass sie ihre Reiterhosen loswerden möchte. 2 Liter Fett. Was früher weggeworfen wurde, ist heute Forschungsmaterial. Denn nicht nur Knochenmark, auch Fett enthält Stammzellen. Der Glaube besteht, und das ist auch natürlich die Hoffnung von uns Medizinern, dass wirklich Stammzellen irgendwann in der Lage sind, alles zu heilen, was es gibt. Und dementsprechend hält das Ganze jetzt auch Einzug in zum Beispiel der ästhetischen Medizin. Was bei kranken, schwerstkranken Patienten hilft und Tumoren heilt, kann ja vielleicht auch Patienten helfen, ihr Aussehen zu verbessern. Die Patientin lässt mit ihrem Fett auch ihre Falten unterspritzen. Bislang arbeitet man hier mit einer herkömmlichen Eigenfetttherapie. Die Stammzellen dienen der Grundlagenforschung im Labor. Längst nicht jede Klinik nimmt sich so viel Zeit. Die Anbieter diskutieren, weiterforschen oder sofort anwenden. Ich denke, dass wir da noch einiges an wissenschaftlicher Arbeit zuerst mal durchführen müssen, um wirklich sagen zu können, was passiert mit diesen Stammzellen im Körper? Was machen die da? Was geben die für Faktoren ab? Was hat das für Konsequenzen? Wie sind die Interaktionen mit den anderen Zellen? Und da müssen wir natürlich schon gucken, dass das, was wir in der Petrischale gesehen haben, dass wir das tatsächlich auch nachher im Körper erreichen können. An dem Punkt braucht man keine Grundlagenforschung. Es ist klar, dass Heilvorgänge durch die Stammzellen gesteuert werden. Das ist eindeutig. Und man weiß, dass diese Stammzellen, die ich verwende, aus dem eigenen Körper kommen, daher völlig unbedenklich sind. Kann man sich vorstellen, dass dann der Zugang auch sehr leicht wird, wenn man sagt, okay, es sind ja meine eigenen Zellen. Da kann nichts passieren. Ob ich eine Hauttransplantation mache oder Stammzellen transplantiere, ist dann nicht so erheblich. Sind diese Therapien wirklich so ungefährlich? Bei unseren Recherchen stoßen wir auf Artikel, in denen Wissenschaftler die Risiken diskutieren, etwa ungewollte Knochenauswüchse im Gesicht. Wir wenden uns an das Paul-Ehrlich-Institut, das unter anderem für den therapeutischen Einsatz von Stammzellen zuständig ist. Hier teilt man die Bedenken. Wir wissen über die Risiken und die Wirksamkeit noch sehr wenig. Die theoretischen Risiken, die zum Tragen kommen könnten, wären einmal, dass ein Tumor entsteht, oder sogar vorhandene Tumoren in ihrem Wachstum beschleunigt werden. Und ein zweites Risiko besteht darin, dass diese Stammzellen in dem eingebrachten Gewebe zu abnormem Gewebe differenzieren. Sagen wir, sie spritzen die in die Unterhaut und bekommen dann eine Knochenbildung, die sicher nicht gewünscht ist. Das führt natürlich zu Problemen. Damit Patienten geschützt sind, müssen Ärzte und Forscher in Deutschland genaue Regeln einhalten. Besonders streng sind die Gesetze bei embryonalen Stammzellen. Diese Zellen dürfen in Deutschland nicht für Therapien eingesetzt werden. Das verbietet das Gesetz. Im Ausland, so unsere Recherche, scheint das ganz anders zu sein. Wir stoßen auf Hinweise, dass embryonale und fetale Stammzellen auch für Anti-Aging-Behandlungen eingesetzt werden. Deutsche Wissenschaftler halten das für absolut unseriös. Eva Kölnsperger bestätigt unsere Recherche und berichtet von einem Vorfall auf einem Kongress. Dort war ein Wissenschaftler, der Ergebnisse vorgestellt hat, die er mit embryonalen Stammzellen erreicht hat. Und als es dann darum ging, wie diese embryonalen Stammzellen produziert werden, kam eben auch heraus, dass es junge Frauen gibt, die in dieses Zentrum gehen und dort Abtreibungen vornehmen lassen und dafür bezahlt werden. Und das hat natürlich einen riesen Eklat ausgelöst, berechtigterweise. Wissen Sie, aus welchem Land der kam? Soweit ich mich recht erinnere, aus der Ukraine. Wir fliegen in die Ukraine, nach Kiew. Tatsächlich, es gibt eine Klinik, die Anti-Aging-Behandlungen mit fetalen Stammzellen anbietet. Das Material soll aus Abtreibungen stammen. In der Ukraine gibt es offiziell 350.000 Abbrüche pro Jahr. Die Dunkelziffer soll 4 bis 5 Mal so hoch sein. Eine Dolmetscherin begleitet uns während der Dreharbeiten.
Am Stadtrand von Kiew befindet sich die Klinik M-Cell. Hier dürfen wir in ein paar Tagen drehen. Doch zunächst wollen wir wissen, wie ist der Umgang mit Stammzellen in der Ukraine geregelt? Wir verabreden uns mit einem Anwalt aus Kiew, der uns eventuell Kontakte vermitteln kann. Wir erfahren, hier sind Abtreibungen wie in Deutschland bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. Was mit dem Material danach geschieht, ist gesetzlich geregelt. Eigentlich. Es gibt zweifellos viele Fälle, wo das Material für Forschungszwecke verwendet wird. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Material nur von bestimmten, vom Gesundheitsministerium zugelassenen Forschungsinstitutionen überhaupt benutzt werden darf. Für die Verwendung des Abtreibungsmaterials für medizinische oder Forschungszwecke muss die Frau ihr schriftliches Einverständnis geben. Das ukrainische Transplantationsgesetz, das all das regelt, galt bis 2010. Heute fehlt jede Grundlage. Igor Cherizov ist sich sicher. Die Ärzte handeln regelmäßig hinter dem Rücken der Frauen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Arzt jemals vor Gericht kam oder zur Rechenschaft gezogen wurde, weil er hinter dem Rücken der Frau Stammzellen aus dem Abtreibungsmaterial für die Forschung oder für eine Verjüngungstherapie entnommen hat. Ich vermute sogar, dass keiner der Ärzte die Frauen nach ihrem Einverständnis fragt. Zumindest kenne ich solche Fälle in der Ukraine nicht. Es gäbe auch keine Kontrollinstanz, die untersucht, was mit dem Abtreibungsmaterial geschieht oder wo es herkommt, sagt uns der Anwalt. Es ist schwierig, in der Ukraine mit Beteiligten über dieses Thema zu sprechen. Der Anwalt nimmt uns mit, 500 Kilometer weiter östlich nach Charkow, in die zweitgrößte Stadt des Landes. Sein Kontakt? Eine Frau, die ihr Gesicht nicht zeigen will. Jana erzählt uns von ihrer zweiten Schwangerschaft. Die war nicht gewollt. Zu lange hätte sie gezögert, war bereits über die 12. Woche hinaus. Ihr Arzt sagte, es sei zu spät, um abzutreiben. Daraufhin kam ein anderer Arzt rein und sagte, dass es doch nicht zu spät sei. Man könne die Situation noch ändern, alles würde noch gut ausgehen. Aber ich müsste noch warten und das Kind noch etwas länger austragen. Ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Dafür würde ich auch Geld bekommen, was wir in der Zeit wirklich gebraucht haben. Wir hatten einige Kredite und schon ein Kind. Es war alles nicht besonders stabil bei uns. Er sagte, es wäre für medizinische Forschungszwecke und für die Behandlung verschiedener Krankheiten, die dadurch geheilt werden könnten. Ein Opfer für den guten Zweck. Da spielt die Psychologie mit und du überzeugst dich selbst, dass du nichts Schlimmes tust. Das erste Mal hätte sich der Kontakt zum Arzt zufällig ergeben. Die Folge, eine schmerzhafte Abtreibung im 7. Monat, das war illegal. 3 Jahre später hat ihre Familie Schulden. Jana erinnert sich an den Arzt, ruft ihn an. Sie ist schwanger. Beim zweiten Mal habe ich es gezielt getan, weil wir Geld brauchten. Das ist etwas, was man vergessen und aus dem Leben streichen will und sich nicht mehr daran erinnern möchte. So ist es. Vielleicht auch deshalb, weil es Zwillinge waren. Wie viel Geld sie bekommen hat, möchte sie uns nicht sagen, auch aus Scham. Sie erinnert sich nur, dass es keinen Vertrag oder Ähnliches gab. Der Mutterpass wurde ihr weggenommen. Mehr will uns Jana nicht verraten. Wir müssen weitersuchen. In einem Wald treffen wir uns mit einer anderen Frau, mit Maria. Sie erzählt eine ähnliche Geschichte aus einer Charkower Entbindungsstation. Maria lag im Krankenhaus. Sie hatte eine Zimmernachbarin, ein junges Mädchen aus armen Verhältnissen. Sie hieß Rima, war schwanger und erst 15 Jahre alt. Das Klinikpersonal redete immer wieder auf sie ein. Maria erinnert sich.
Dann hat die behandelnde Ärztin sie zur Seite genommen und versucht, sie hartnäckig zur Abtreibung zu überreden. Sie hat großen Druck auf Rima ausgeübt. Im Nachhinein glaube ich, dass sie das Abtreibungsmaterial wegen der Stammzellen gebraucht hat. Ich denke, es gab eine reiche Kundin, die sich mit Stammzellen verjüngen wollte. Darüber reden hier alle. Und was wurde ihr angeboten? Geld. Geld für Abtreibung? Ja, Geld für Abtreibung. Ich habe selbst noch nie abgetrieben, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Aber die Ärztin hat gesagt, dass sie nicht nur alle Kosten für die Abtreibung übernimmt. Sie hat ihr sogar noch viel mehr bezahlt. Wie viel, weiß ich nicht. In welchem Monat war sie denn? Etwa im 7. Monat. Sie erzählt weiter, die Ärztin habe dem Mädchen verboten, über die Angelegenheit zu sprechen. Sonst würde die Ärztin in Schwierigkeiten geraten. Ihre Geschichte können wir nicht weiterverfolgen. Deshalb versuchen wir während unserer Recherche immer wieder Kontakt zu Ärzten zu bekommen. Gerüchte hören wir viele, aber vor die Kamera will niemand. Dieses Krankenhaus in Charkow soll jahrelang Lieferant für Stammzellen aus Abtreibungsmaterial gewesen sein. Wir werden vom Hof gejagt. Endlich bekommen wir Kontakt zu einer Gynäkologin, die 27 Jahre lang Abtreibungen durchgeführt hat. Wir können sie zu einem Skype-Interview überreden. Viele Ärzte hielten sich ihr zufolge nicht an die Regeln. Das geschieht nicht nach allen Abtreibungen, sondern nur, wenn sie in späteren Stadien der Schwangerschaft durchgeführt werden. Nach frühen Schwangerschaftsabbrüchen ist das Abtreibungsmaterial nicht interessant. Erst wenn schon Organe ausgebildet sind, dann wird es wertvoll. Die Schwestern wuschen das Material nach solch späten Abtreibungen sogar vor unseren Augen ab und brachten es aus dem OP-Saal raus. Was aber damit geschah, das kann ich nicht genau sagen. Warum ältere Zellen so wertvoll sind, kann Raisa nur vermuten. Man könne mehr und auch gezielter Zellen entnehmen. In Deutschland lehnen Forscher solche Praktiken entschieden ab. Raisa berichtet weiter. Niemand hat eine Frau jemals darüber informiert, dass ihr Abtreibungsmaterial in irgendeiner Form verwendet wird. Nicht einmal mündlich, geschweige denn schriftlich. So eine Einverständniserklärung kam niemals auf meinen Schreibtisch. Haben Sie so ein Formular schon mal blanko gesehen? Niemals. Niemals. Weil es nicht existiert. All das sei ein großes Geheimnis, so Raisa. Sie ist sich sicher, es gibt eine Verbindung zwischen illegalen Abtreibungen und Schönheitskliniken in der Ukraine. Die großen Geschäfte mit Stammzellen spielen sich wohl nur in den Großstädten des Landes ab. Dort sind große und teure kosmetische Schönheitskliniken. Wie sie dort die Stammzellen extrahieren und wie sie die genau verwenden, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass Vertreter solcher Kliniken und Unternehmen dem Personal der Krankenhäuser, seien es Krankenschwestern oder Ärzte, eine bestimmte Geldsumme anbieten, damit sie die Klinik versorgen. Zurück in Kiew steht der Dreh bei MCell an, einer Klinik, die sich auf Stammzelltherapien spezialisiert hat, seit knapp 20 Jahren. Seit neuestem wirbt sie auch mit Verjüngungstherapien, mit Stammzellen. Diesen Markt teilen sich in der Ukraine zwei zugelassene Kliniken. Das Werbevideo preist die Klinik als modern, innovativ und erfolgreich. Offensiv wird hier die Stammzelltherapie gefeiert. Die Menschheit träumt schon immer von der Möglichkeit, alternde Zellen und beschädigtes Gewebe mit neuen und jungen Zellen zu ersetzen. Die Ukraine entwickelte als erste einzigartige Therapiemethoden mit menschlichen Stammzellen. Die Klinik gibt an, 700 Menschen pro Jahr mit Stammzellen von Föten zu behandeln. Meist gegen schwere Krankheiten, immer öfter auch gegen Falten. Wir treffen Professor Karpenko, einen der Gründer. Guten Tag. Und dann argumentiert er genau wie in seinen Internetauftritten. This is a clinic, a unique clinic in the world. Das ist eine einzigartige Klinik.
die sich ausschließlich fetalen Stammzelltransplantationen widmet. Fetale Stammzellen haben unter allen Stammzellen das höchste Heilungspotenzial. Sie werden nicht abgestoßen. Und das verändert die Medizin. Studien für die Wirksamkeit gibt es nicht. Die Therapie sorgt bei deutschen Experten für Kopfschütteln. Nicht nur, weil Altern keine Krankheit ist, sondern auch, weil der Körper fremde Zellen sehr wohl abstoßen kann. Fetale Stammzellen suchen nach alterndem Gewebe und Körperfunktionen, die nachlassen. Dort, wo der Körper noch funktioniert, können sie nicht überleben. Sie finden im menschlichen Körper all das, was altert, was sich abnutzt, und stellen dann diese Funktionen wieder her. Unter deutschen Fachleuten gilt diese Therapie als nutzlos, sogar als gefährlich. Emsel behandelt trotzdem für mindestens 7.500 Euro. Die meisten Kunden hier sollen aus Asien, den USA und Westeuropa kommen. Wir werden nur eine Patientin sehen. Sie ist die Mutter des Geschäftsführers. Dr. Maria Klunig stellt sich uns als Herzspezialistin und allgemeine Therapeutin vor. Sie führt in der Klinik die Verjüngungstherapien durch. Die Behandlung dauert meist 2 Tage. In erster Linie wird die Haut regeneriert. So kommt es zu einem natürlichen Lifting, sprich, die Haut wird straffer und glatter. Es kommt zur Verminderung der Falten und zu einer besseren Gesichtsfarbe. Das zumindest verspricht die Klinik. Bis zu 20 Millionen Zellen pro Milliliter. Nicht ins Gesicht, sondern direkt in den Blutkreislauf. Stört es Sie, dass es sich hier um Abtreibungsmaterial handelt? Nein, überhaupt nicht. Sonst wäre es ja auf dem Müll gelandet. Und so haben andere Menschen was davon. Glauben Sie nicht, dass es dadurch auch mehr Abtreibungen gibt? Ach nein, das glaube ich nicht. Unser Material besteht aus Stammzellen, die aus menschlichen Föten entnommen werden, die 5 bis 8 Wochen alt sind. Das sind also legal gewonnene Föten, die nach sozialbedingten Abtreibungen zu uns kommen. Dabei haben die jeweiligen Frauen ihr Einverständnis gegeben, dass das Material für medizinische Zwecke verwendet werden darf. Also stecken keinerlei juristische Probleme dahinter. Die Stammzellen aus verschiedenen Organen der Föten werden hier extrahiert. In welcher Form und von wo bekommen Sie das Material? Bei dieser Frage werden wir plötzlich unterbrochen. Professor Karpenko mischt sich ein. Er müsse hier etwas klarstellen und wolle lieber selbst antworten. Karpenko zieht seine Mitarbeiterin zur Seite. Wir sollen uns gedulden. Seine Antwort, eine halbe Stunde später, ist wohl überlegt. We are established as a bank of stem cell. Wir haben eine Stammzellbank eingerichtet. Wir haben einen Vorrat an abgetriebenem Material von Kliniken. Dort gibt es diesen medizinischen Dienst für Frauen, die sich dafür melden. Und wenn die Frauen abtreiben, stimmen sie einer Spende leicht zu. Das ist freiwillig und sie bekommen nichts dafür. Und sie können nicht bestimmen, an wen das Material geht. Aus Karpenkos Sicht ist alles in bester Ordnung. Er zeigt uns die Lizenz für die Behandlung vom Gesundheitsministerium. Das ist die Berechtigung für alles. Wir haben die Möglichkeit und wir nutzen diese. Wir fragen beim Gesundheitsministerium nach. Was darf Emsel mit dieser Berechtigung machen? Wofür wurde sie ausgestellt? Die Behörde schweigt. Karpenko selbst hat uns erzählt, dass einer seiner Kollegen ein hohes politisches Amt hat. Den Namen behält er für sich. Wir bekommen eine Führung durchs Emsel-Labor. Für die Kamera gibt es augenscheinlich eine Inszenierung. Alles soll gut aussehen. Eine Laborantin zeigt uns, wie die Stammzellen in Stickstoff eingefroren werden. Pro Patient werde ein Fötus benutzt, sagt die Klinik.
Die entscheidende Frage, was ist dran an den Gerüchten, dass hier auch mit Material aus späten Abtreibungen gearbeitet wird? Emsel betont vehement, das sei unzulässig und absurd. So ein Material sei nicht verwertbar. Wir sollen den Eindruck bekommen, alles sei ganz normal. Nur vereinzelt hören wir auch Zweifel. Berührt es Sie, wenn Sie daran denken, woher das Material kommt? Ehrlich gesagt, ja, das tut es. Nach dem Besuch bei Emsel fragen wir uns, wer unterstützt das Geschäft mit fetalen Stammzellen? Steckt ein System dahinter? Wir lernen den Politiker und Menschenrechtler Vitali Kupri kennen. Er engagiert sich seit Jahren in diesem Bereich, stellt unbequeme Fragen. Zwei Mordanschläge, so sagt er uns, hat er überlebt. Es wissen alle, dass in vielen Fällen Organe von Föten und Neugeborenen dazu verwendet werden können, bestimmte Medizin und kosmetische Produkte herzustellen. Ich denke, die Ukraine ist für die Medizin und die Schönheitsindustrie zu einem der weltweit größten Lieferanten dieses menschlichen Materials geworden. Niemand will da stoppen, weil es um viel Geld geht. Kupri erzählt uns von einer Frau, die seit 4 Jahren nach einem toten Baby sucht, ihrem Enkel. Wir wollten die Wahrheit herausfinden. Was ist wirklich passiert? Als Menschenrechtler kann ich weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft ersetzen. Wir wollten einfach die Wahrheit herausfinden, damit die staatlichen Behörden ihren Pflichten nachkommen. Dafür haben wir uns eingesetzt. Wir wollen die Frau treffen. Ihr Fall ist einer von vielen, die Vitali Kupri kennt. Wir fahren in den Süden der Ukraine, in die Nähe von Dnipro-Dzerzhinsk. Vor 4 Jahren verschwanden hier innerhalb von 18 Monaten, laut Staatsanwaltschaft, 26 Babys. Die einzige Frau, die über Jahre vor Gericht kämpft, ist Tatjana Damtschenko. Im Namen ihrer Schwiegertochter wendet sie sich vor 2 Jahren hilfesuchend an Vitali Kupri. Sie bittet ihn, ihr zu helfen. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Behörden setzen ihr zu, fordern viel Kraft. Im Laufe meiner Recherche kämpfe ich unermüdlich. Rückt endlich raus damit. Wo ist unser Baby? Wir fahren dorthin, wo Anfang 2009 ihre hochschwangere Schwiegertochter hingebracht wurde. Als Julia plötzlich starke Unterleibsschmerzen hatte, wurde sie in das Krankenhaus von Dnipro-Dzerzhinsk überwiesen. Die Geburt wurde eingeleitet. Julia brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Tatjana Damtschenko zeigt uns die Geburtsstation. Hier haben die Ärzte gesagt, dass sie ein totes Kind zur Welt gebracht hat. Aber das Kind ist verschwunden. Es gibt keine Leiche und kein lebendiges Kind. Das ist eine Straftat vom medizinischen Personal, das unser Kind geklaut hat. Die Strafverfolgungsbehörde konnte bis heute nicht überprüfen, wo unser Kind ist. Es gibt widersprüchliche Angaben zur Todesursache. In den späteren Dokumenten der Staatsanwaltschaft steht, dass die junge Mutter ihr Kind gesehen hat. Mit ihrer Unterschrift soll sie der Bestattung des toten Babys zugestimmt haben. Das steht zumindest in den Papieren. Die Mutter selbst kann sich daran nicht erinnern. Nach Aussagen der Ärzte wurde das Baby in die Leichenhalle gebracht. Das wurde allerdings nicht in den Akten vermerkt. Und laut den Mitarbeitern der Leichenhalle kam es dort nie an. Wenn ihr es tatsächlich mit den Operationsresten weggeworfen habt, dann holt es raus und zeigt es mir. Ich wollte die Exhumierung durchsetzen. Ich konnte über Abgeordnete bis hin zur Staatsanwaltschaft durchdringen und habe dort die Frage gestellt, wo ist das Kind, ob tot oder lebendig? Ich wollte das Recht haben, es wenigstens würdevoll zu bestatten. Es ist der Abgeordnete Vitali Kupri, der Tatjana hilft, die Exhumierung durch die Staatsanwaltschaft schließlich durchzusetzen. Und wir mussten feststellen, keine Leichen. Es gab dort keine Leiche von dem Damtschenko-Baby. Laut den Krankenhausakten hätte sie aber dort sein sollen. Das sagten die Akten, aber das war nicht der Fall. Sie sagten, dass alle Leichen überführt worden wären. Aber die Exhumierung zeigte keine Leichen. Das war für mich sehr überraschend. Tatjana ist gemeinsam mit Vitali Kupri auf dem Friedhof. 5 Babyleichen sollen hier vergraben sein.
Gefunden wird nur eine. Ihr Enkel ist es nicht. Tatjana kann nur mutmaßen. Den Müttern werden die Babys weggenommen, damit Stammzellen, Organe oder die Kinder selbst verkauft werden. Ich bin keine Medizinerin und auch keine Rechtsanwältin, aber nichtsdestotrotz vermute ich, dass das Material in irgendwelche Labore geliefert wird, in denen man was Teures herstellt. Und das für Schönheitsinstitute oder Ähnliches. Wenn die Ärzte dem normalen Verfahren gefolgt wären, wäre alles in Ordnung. Aber in diesem Fall haben sie gegen das Gesetz verstoßen. Wir haben nämlich ein Dokument, in dem es heißt, dass nach der Untersuchung dieses Falls alles in Ordnung gewesen wäre. Ich denke, das alles liegt an Korruption, Bestechung und Ähnlichem, bis hin zum Gesundheitsministerium. Wir fragen beim Gesundheitsministerium, was ist dran an diesen Vorwürfen? Keine Antwort. Die Leiterin der Geburtsstation wurde wegen falschen Umgangs mit Dokumenten zwar schuldig gesprochen, praktiziert aber immer noch. Tatjana Damtschenko wartet bis heute auf eine abschließende Antwort der Behörden. Die Ärzte werden hier nie zur Rechenschaft gezogen. Das wird wie ein Geheimnis gehütet, bis zur obersten Regierungsebene. Für mich ist es wie ein Schloss, zu dem es keinen Schlüssel gibt. Und so verliere ich nach und nach die Hoffnung, dass ich hierzulande jemals was erreichen werde. In der Ukraine scheint es illegale Geschäfte mit fetalen Stammzellen auch für die Schönheitsindustrie zu geben. Doch letzte Beweise fehlen. Wieder fragen wir das Gesundheitsministerium, was dran ist an den Vorwürfen, dass Kliniken wie Emcel spätes Abtreibungsmaterial für Verjüngungstherapien benutzen. Keine Antwort. Kupri ist sich sicher. Aus einem Kind, so heißt es, kann man angeblich Material im Wert von $1 Million gewinnen. Um ihre Schönheit zu erhalten, verwenden Frauen, reiche Frauen aus der ganzen Welt, Stammzellen oder Material aus Kinderorganen. Das ist allgemein bekannt und längst kein Geheimnis mehr. Zu Beginn unserer Recherche wollten wir herausfinden, wie weit geht der Kampf gegen die Falken? Unser Eindruck, es gibt kaum noch Grenzen. Weder rechtliche noch moralische. Im Extremfall wird für Schönheit und Jugend jeder Preis gezahlt. Egal, wie hoch er ist.